So, Chris ist K.O., das ist aber auch normal. Wir haben heute den zweiten Tag Kohlendrahtspeicher entladen. Das fordert eigentlich seine Tribute, logischerweise. Damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Weil eigentlich das Gehirn, das hat natürlich jetzt Bedarf an schnellem Zucker. Der ist im Moment nicht da. Der Fettstoffwechsel kann das Energiedefizit, das im Moment aufgebaut wird, nicht kompensieren. Und somit versucht der Körper zu streiken und überall, wenn möglich, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Aus diesem Grund, Chris ist nur mal vorübergehend okay. Er ist gesund, ihm geht's gut. Nur muss er sich halt dran gewöhnen, dass es ohne Zucker, ohne Kohlenhydratspeicher, ohne Kohlenhydratzufuhr etwas schwerer wird. Aber diese Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit der Körper lernt, vermehrt über den Fettstoffwechsel zu arbeiten. Innerhalb von 2-3 Wochen wird er sich da ein Stück weit anpassen und dann ist es weniger schlimm.